Warum? Ja gut, dann baue sie halt so hin. Meine Güte. So. Ich baue hier mal wieder ganz viele Sachen hin. So. Gib wieder ganz viel Geld aus, aber das ist mir wirklich egal. Neben der Kläranlage Wohnhäuser. Wir machen hier wieder so ein Einkaufsviertel. So. Ich hoffe, ich übertreibe nicht. Wahrscheinlich mache ich das sowieso. Auch jetzt mit den Parks. So, das muss reichen mit den Parks. Nach Baubeginn der ersten Villa irgendetwas, kommen höhere Einkommensschichten. Ich glaube, irgend so etwas stand da. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr Einwohner kriegen. Wieder in die Stadt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu schnell. Wasser reicht. Strom reicht auch. Abwasser ist super. Müll ist auch gut. Hier haben wir wieder fast 1000 Kisten. Feuer ist in Ordnung. Ja, Sicherheitsabteilung würde ich ja gerne machen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind die Schulen wirklich voll. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja hier noch Unterricht für 587 Sims. Sims im Unterricht 50. Ich verstehe es nicht. Technikstufe geht auch ein bisschen hoch. Das finde ich super. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich hier nicht auf Bildung gehen möchte. Aber okay. Unterhaltsame Beschäftigung. Wir haben jetzt hier wieder eher so mittelmäßige Häuser und auch sehr klein. Ich glaube, das müssen wir aber auch mit der Zeit machen. Also mit der Zeit die Häuser groß, ja, groß machen. Oder versuchen groß zu machen. Wir haben jetzt fast wieder 9000 Simoleons die Stunde. Das ist gut so. Wir haben wieder ein paar Einwohner mehr. Die Straßen sind relativ leer. Komisch. In der Nacht waren sie voll und jetzt sind sie leer. Aber gut. Wir haben 9000 Simoleons die Stunde. Yeah. Wir haben es wieder geschafft. Und wir haben in 30 Minuten. Besser gesagt, das wird jetzt noch 30 Sekunden dauern. Nicht mal, haben wir 1 Million Simoleons. Wir haben einfach jetzt dann 1 Million Simoleons. Zufriedenheit 78%. Okay, und wir haben 1 Million. Wir haben 1 Million. Bei den Industriegebieten gar nicht. Ne? Wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Aber hier fehlt dieser Smiley. Wir brauchen Arbeit. Kinder zur Schule immer noch, meine Güte. Gewerbegebiete sind Frachtlieferungen, zu wenig Kunde. Keime, Frachtlieferungen. Okay. Ja. Wir haben aber Einwohnerzahl immer nur noch 22.000, obwohl wir einiges ausgebaut haben. Am Schluss sollten wir wirklich keine Bildung. Ich drehe ja durch. Ich drehe wirklich durch. Sie möchten die allgemeine Hochschule erweitern? Wer hat denn das gesagt, bitteschön? Meine Güte, das nervt jetzt schon. Sehen Sie sich an, was alles möglich ist. Nein, jetzt noch nicht. Feuer da oben.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten hohen Gebäude sind auch irgendwie Gewerbegebiete. Vielleicht liegt es auch wirklich daran. Aber das sind natürlich auch nur Spekulationen. Das weiß ich halt auch nicht. Ne? Erna füttert ihre Fische. Ihre Tante kommt, um zu sehen, was sie da macht. Ich gebe den Fischen Wasserflöhe ins Wasser, erklärt sie der Tante. Empört reißt ihr die Tante die Tüte aus der Hand. Du Tierquälerin, die armen Fische können sich doch nicht kratzen. Ja. Da kennt sich die Tante auch nicht so ganz aus, aber gut. Ich muss auch zugeben, ich hatte noch nie Fische oder so, also kein Aquarium, nix. Ich würde mich da auch überhaupt nicht gut auskennen. Ich weiß nicht mal, was die genau essen. Also so in einem Aquarium. Und es wird mal wieder Nacht und wir haben mittlerweile schon September, Jahr 2. Und wieder 22.000 Einwohner, das ist schon mal besser. Ich glaube, ich mache jetzt dann auch die Straßen-Upgrades. Dann warte ich noch ein bisschen, bis sich alles wieder beruhigt hat. Und dann machen wir mit Yorkshire weiter, weil da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Straßen-Upgrades. Also fangen wir doch einfach mal an. So, so. Einfach überall. Verfügbar hier, da, da. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Muss natürlich gucken, wo. So. Wir machen jetzt an wieder überall hohe Dichte. Ihr kennt das ja schon. Wir haben das schon zwei, dreimal gemacht. Und da unten kommt etwas Großes, wie ich gerade sehe. Da bin ich ja mal gespannt drauf, was das denn so wird. Leider ist die hohe Dichte, also gibt keine neuen Spuren. Also es gibt noch immer noch vierspurig, nicht irgendwie sechs oder so. Aber ja, es geht halt nicht anders. Boah, das nimmt wieder so viel Zeit weg und ist so, ja, ein bisschen blöde für mich. Weil ich fast nicht sehe, wo, dass ich, da habe ich sogar die mittlere Dichte vergessen. Habe ich da schon, ich weiß nicht mehr, wo ich nicht habe. Hier unten habe ich noch nicht. Ne? Hier. Ist immer ein bisschen komisch, weil ich manchmal nicht genau weiß, wo das ich habe und wo nicht. Und dann manche leider einfach vergesse. Hier habe ich schon. Alter, was entsteht denn hier? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Habe ich jetzt hier überall? Scheint so. Dann kann ich mal ein bisschen rüber gehen. Jetzt kommen nämlich noch mehr. So, so, so. Eieiei, dauert das. Eididai. Eididaus. Ist ja gut, was nachher entsteht, aber es dauert einfach so lange. Und ist so, ja. Man vergisst halt immer irgendeine. Das ist klar. Irgendeine vergisst man immer. Das ist wieder logisch dann.
Gut, der Unterschied, man sieht ihn dann doch relativ gut, muss ich sagen. Zu niedrig und mittel, da hat man den Unterschied nämlich praktisch gar nicht gesehen. Aber trotzdem, es ist trotzdem... Es dauert halt extrem lange und so weiter. So. Aber es gibt neue Gebäude und hoffentlich auch größere Gebäude, wo mehr Sims in einem Haus wohnen können, als solche Blocks, Wohnblocks. Ich bin ja bald fertig. Es tut mir ja auch leid, dass ihr das, ja, dass ich das machen muss, aber das gehört zu SimCity dazu. Es ist halt einfach so. Man kann da nichts dagegen machen. Das ist auch SimCity. Nicht nur bauen, bauen, bauen. Wie gesagt, manchmal muss man auch ein bisschen warten. Oder man muss eben solche Sachen machen, was erstens Zeit kostet. Extrem viel Zeit, wie ihr jetzt gerade sieht. Seht, nicht sieht. So, nicht verfügbar, okay. Schauen Sie von Ihrem Penthouse-Apartment im ersten Luxushochhaus der Stadt auf die Welt hinunter. Luxus-Apartment? Das klingt gut. Das klingt wirklich gut.